selbstständig mobil. Ab 15.45 Uhr fahren. Ihr lernt die Straßenverkehrsordnung kennen. Könnt ihr zu zweit fahren. Was läuft, was läuft, was läuft? Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, ich bin mit der 50er unterwegs und heute soll es auch um 50 Kubik bzw. Mopeds gehen. Und zwar geht es heute darum, ob sich der 50 Kubik Moped-Führerschein auszahlt bzw. lohnt. Wem man natürlich jetzt schon mal ein Like da lassen, den Drecks-Kanal abonnieren und auf gar keinen Fall die Glocke aktivieren. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. In Österreich heißt der Führerschein auf jeden Fall AM-Führerschein. Damit darfst du dann 50 Kubik Mopeds mit einer Maximalgeschwindigkeit von 45 km/h fahren. Und zwar ab 15. Darum bin ich heute auch mit der 50er unterwegs. Ich habe mir gedacht, das passt ganz gut. Und heute ist es gar nicht so heiß. Wahrscheinlich heiß. Alles klar. Heute ist es gar nicht so kalt. Ich glaube, so 15 bis 18 Grad haben wir heute. Da dachte ich, ich muss einfach ein Video aufnehmen, bevor es wieder 3 Wochen lang regnet. Und zwar habe ich mir ein paar positive und ein paar negative Sachen zum Mopedführerschein aufgeschrieben. Der vorbereitete Boss, man kennt ihn. They see me rolling, they hate it. Falls du das siehst, Grüße gehen raus. Diese Leistung ist unfassbar. Als erstes gleich mal zu einem positiven Punkt. Und zwar, wenn du den Mopedführerschein machst, bist du mit 15 einfach extrem selbstständig und mobil unterwegs. Also du bist auf keinen angewiesen. Und das schon mit 15. Also du musst nicht jedes Mal deine Eltern fragen, kannst du mich da und da hinfahren, bla bla bla. Sondern du setzt dich einfach auf dein Moped und fährst los. Das ist schon mal was extrem Nices beim Mopedfahren. Also wenn du Bock auf einen Döner hast, setzt du dich einfach auf dein Moped und fährst los und holst dir deinen Döner und musst nicht lange auf den Bus warten oder auf die Bahn warten oder darauf, dass deine Eltern dich fahren. Motorschaden. Jo, perfekt. Lieben wir. Dann kommen wir zu einem negativen Punkt, und zwar sind es die Kosten für den Moped-Führerschein. Also ich habe mal gegoogelt, die Kosten sind in Österreich zumindest für den AM-Führerschein liegen die zwischen 300 und 350 Euro. So, diesmal fahre ich hier rein, Vorsicht Zecken. Und das Geld musst du mal als 15-Jähriger haben, denn 350 Euro als 15-Jähriger ist auf jeden Fall eine Menge Kohle, zumindest war es für mich so. Damals habe ich den Führerschein selber bezahlt, weil ich schon in der Ausbildung war und keine Ahnung, ich glaube 400 oder 500 Euro im Monat verdient habe. Geringverdiener. Ich habe keinen Plan, wo ich bin, aber ist auch egal. Boah, Digi. Kann natürlich auch sein, dass deine Eltern das für dich zahlen. Dann fällt das auf jeden Fall weg als Negativpunkt. Wo fahre ich hin? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich werde hier nicht vom Förster erschossen. Dann kommen wir zum nächsten negativen Punkt, und zwar darfst du legal nur 45 km/h fahren. Die meisten Mopeds gehen natürlich schneller, das muss man ganz klar sagen. Die geht hier zum Beispiel 75 km/h. Ich habe keinen Plan, ob ich da runterfahren soll. Mach's jetzt einfach mal. Der Enduro-Boss Kappa. Eigentlich wollte ich ja ein bisschen auf der Straße herumfahren, aber naja, das hat sich dann wohl erledigt. Die meisten gehen original schon ein bisschen schneller. Ich sag mal 50, vielleicht 55, aber legal darfst du halt nur 45 fahren, und wenn dich die Polizei erwischt, naja, bist du halt dran. Kommt immer drauf an, was für einen Polizisten du erwischt hast. Digga, wo bin ich hier gelandet? Und warum geht das Bike aus? Fragen über Fragen. 50 Kubik Shred, man kennt ihn. Alles klar, ich dachte, man kommt hier raus, aber nö. So, wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Boah, Junge. Der Profi-Enduro-Fahrer, man kennt ihn. Alles easy, wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar werden Mopedfahrer gerne oft von den Polizisten kontrolliert. Bitte nicht. Denn die Polizisten sind auch nicht dumm und wissen natürlich, dass die Jugendlichen natürlich gerne ihr Moped tunen und ein bisschen schneller machen. Ich glaube, das geht fast jedem so in dem Alter. Auf jeden Fall Dirty, sowie der Ice-Tee von Shirin David. Kleiner Freestyle. Und dann sieht das Moped meistens so aus, wenn man sie ein bisschen tunt. Die Polizisten wissen das natürlich und halten sehr, sehr gerne Mopedfahrer auf. Dann kommen wir zum nächsten positiven Punkt. Und zwar ist das, du kannst einen Freund mitnehmen oder eine Freundin mitnehmen. Da sieht man das. Das sind die Sozius Fußrasten.
haben. Die klappst du einfach aus und hier und dann könnt ihr zu zweit fahren. Beim Roller braucht man das sowieso nicht, da setzt man sich einfach drauf. Aber bei der Supermoto oder Enduro klappst du das runter und dann könnt ihr einfach zu zweit herumfahren. Natürlich jetzt nicht so schnell, aber ihr kommt von A nach B und ihr seid selbstständig mobil. Um das geht's ja. Dann kommen wir zum nächsten positiven Punkt. Man lernt extrem schnell neue Leute kennen. Einfach durch das Moped fahren, durch die Connection, fährst gefühlt einmal durch die Stadt und kennst gleich zwei, drei neue Leute. Also es ist schon sehr nice. Wie ich 15, 16 war, habe ich auch die meisten Leute kennengelernt, einfach durchs Moped fahren. Man hat halt auch gleich ein Gesprächsthema etc. Was hast du umgebaut? Wie schnell läuft deine? Und. Und gemeinsam herumfahren. Also man lernt extrem viele Leute dadurch kennen. Das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt, wie ich finde. Gerade mit 15, 16 ist es sehr nice, neue Leute kennenzulernen. Dann kommen wir zu noch einem positiven Punkt. Und zwar ist das Mopedfahren ein gutes Training fürs Motorradfahren. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Schaltmoped wie das hier hast, ein Enduro oder Supermoto, dann ist das sehr ähnlich bzw. fast gleich wie ein Motorrad aufgebaut. Du hast Kupplung, Schaltung, Vorderbremse, unten Hinterbremse und natürlich den Gasgriff. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Übung, wenn du dann vielleicht den A1-Schein machst oder vielleicht später den A2 oder irgendwann den großen, also den A-Schein, dann weißt du auf jeden Fall schon, wie das Schalten geht und hast einen Vorteil und schon ein bisschen Erfahrung damit. Stapler! Soll ich mal so einen Stapler kaufen? Schreibt es in die Kommentare. Dann kommen wir zu einem weiteren negativen Punkt. Und zwar geht es wieder um Kosten, um Geld, um Money. Sind das die ganzen Kosten? Erstens mal für dein Moped. Das kostet eine Menge. Dann für Benzin und Öl, also laufende Kosten, dass du jedes Mal wieder zahlen musst. Dann für deine Ausrüstung, also Helm, Brille, Schutzkleidung, Handschuhe etc. etc. Das kostet natürlich auch ein bisschen was. Und dann auch noch die Kosten für den Service zum Beispiel. Oh mein Gott, lauter Kühe. Was geht denn hier ab? Was geht ab, Bro? Also mit diesen Kosten müsst ihr auf jeden Fall rechnen. Bei vielen zahlen auch die Eltern das Moped und vielleicht auch die Ausrüstung. Bei mir war es zumindest nicht so. Also ich weiß, wie das ist, wenn man sich alles selber erarbeitet. Digga, Mücke im Auge. Und wie gesagt, mit 15 ist das einiges an Geld. Aber damit muss man auf jeden Fall rechnen. Hier steht ein Moped. Generic oder wie die heißen, vom Forstinger. Bitte nicht. Dann kommen wir zum nächsten negativen Punkt und zwar kann man mit 16 Jahren 125 Kubik fahren. Darum gibt es auch viele Leute, die sagen, nein, ich möchte nicht den 50 Kubikschein machen, sondern warte noch ein Jahr und fahre dann mit 16 gleich eine 125er. Also das gibt es natürlich auch. In Österreich nicht so extrem vertreten, aber in Deutschland auf jeden Fall. Dann kommen wir zum letzten negativen Punkt. Dann war es das mit den negativen Sachen. Und zwar wirst du von jedem überholt. Wirklich von jedem, von allem überholt. Du wirst sogar von einer Nacktschnecke überholt. Also daran gleich mal gewöhnen. Moin Meister! Aber daran gewöhnt man sich auch schnell. Die ersten 2-3 Tage stört es einem natürlich, weil man sonst mit dem Auto mitgefahren ist. Vielleicht, dass du mal einen Traktor überholen kannst, aber oder einen Fahrradfahrer. Aber dann ist auch schon zusammengeräumt. Oh mein Gott, Schafe, sieht man das? Dann kommen wir zu den restlichen positiven Punkten. Ein positiver Punkt ist auf jeden Fall, ihr lernt die Straßenverkehrsordnung kennen. Die ganzen Verkehrsschilder, wie man sich verhalten muss, Vorrang geben etc. Wer hat Vorrang, Rechtsregel und. Und das hilft euch, auch wenn ihr kein A1, A2 oder A-Schein macht, beim Autoführerschein. Muss man so sagen, wie es ist. Also da seid ihr dann beim Autoführerschein auf jeden Fall froh drum. Dann der nächste Pluspunkt, und zwar könnt ihr beim Moped einfach schrauben. Ihr könnt selber schrauben, euch selber was beibringen, euch Tutorials anschauen, Optik-Tuning, Leistungstuning. Also da kann man sehr viel machen und bei vielen wird das auch zu einem Hobby. Sein Moped verändern, das Moped am Probe fahren. Also ähnlich wie bei mir, ich bin jetzt kein Schrauber, ich bin der größte Pfuscher, aber so Optik-Sachen und so, das kann sogar ich. Dann könnt ihr das auf jeden Fall. Noch ein Pluspunkt, ihr könnt auf jeden Fall längere Strecken fahren und auch auf die Landstraße. Natürlich ist man da so gut wie der Langsamste, aber man darf dort fahren. Kommt mit einer Tankfüllung, ich sag mal 100, 150 Kilometer. Im Gegenteil, zum Beispiel bei einem E-Scooter habt ihr niemals so eine Reichweite. Oh mein Gott, ein Pferd. Er chillt einfach sein Leben. So, dann kommen wir zum letzten Punkt. Und zwar ist es einfach ein Stück Freiheit. Hört sich jetzt kitschig an, aber es ist so ein Stück Freiheit. Und einfach ein geiles Gefühl, auf einem Moped herumzufahren. Das macht einfach Bock. Natürlich im Winter ist es vielleicht nicht so nice bei minus 5 Grad.
Aber ich sag mal, im Sommer, es ist Sommerabend, 25 Grad. Du fährst ganz gechillt mit deinem Moped und deinen Jungs oder Mädels herum. Einfach nur nice, meine Freunde. Und mit 15 ist das einfach ein Riesenstück Freiheit. Du kannst überall hinfahren, du kannst alles erkunden, kannst dich mit deinen Freunden treffen, du kannst zu zweit fahren. Auch wenn es ein paar negative Punkte gibt. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Für mich zahlt sich bzw. hat sich der Mopedschein auf jeden Fall ausgezahlt. Und auch wenn es ein paar Negativpunkte gibt, kann man sagen, es zahlt sich auf jeden Fall aus. Also kann ich den 50 Kubik Moped-Führerschein auf jeden Fall empfehlen. Natürlich kann man auch den A1 machen. Aber ob du jetzt 75 fährst oder ich sage mal 100, 110 mit einer 125er, naja, kommt immer drauf an, wo du wohnst. In der Stadt ist bestimmt eine 50er besser. Falls ich positive oder negative Punkte vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Guck gerne die vollen Werbeclips bei meinen Videos. Das unterstützt mich sehr und hilft mir, den Kanal weiter auszubauen. Ich würde mich sehr freuen. Karre ist sehr schön dreckig geworden. Die Ehrenmänner und Ehrenfrauen lassen natürlich einen Like da, abonnieren den Dreckskanal und aktivieren auf gar keinen Fall die Glocke. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao! If I ever said I'm never scared, just know I really mean it. I dreamed about the top, I had a vision and I seen it. If you know the work comes first, then you and I are in agreement. And it's a long haul, but I work harder than them all. So come back in 5 years and we can talk about achievement. Hey, let me ask you something. Do you worry about achievement? Does it worry you, or do you just do your own thing and say, here it is, you either accept it?